dass die Verbindung Tourismus mit den Lebensmittelerzeugern, mit den Bauern einfach ein besseres wird. Und wir haben einen Experten heute da und vielen, vielen Dank, Gerald Hütter. Und die Eingangsfrage, lieber Gerald, wäre an dich, und du hast uns oder mir 2017 ja gleich das Du angeboten, was ist denn der Tourismus, der Zeitgeist des Tourismus, und was geht's im Tourismus? Wir haben so super tolle Burgen mit allem Luxus und dennoch scheint es zum Teil einen gewissen Mangel zu geben, wo die Leute irgendwo im Laptop sind, im Urlaub etc. Wo kann der Weg hinführen, dass es wieder einen lohnenden Tourismus gibt? Danke. Georg, ich grüße dich und ich grüße alle, die uns zuschauen, und habe vielen Dank für die Einladung. Und was ich eben sagen wollte und mein Mikrofon noch nicht eingeschaltet hatte, ist, es gab mal eine Zeit, da ging es im Wesentlichen darum, sich ein schönes Leben zu machen, seine Freizeit gut zu gestalten, und dafür brauchte man Tourismus. Und jetzt haben wir im Augenblick ja eine Zeit, in der sich da so eine trübe Stimmung über das Land legt, wo viele Leute Angst haben, wie das weitergehen soll, wie man weiter zurechtkommen soll. Es wird alles auf einmal so zäh. Und jetzt hätte der Tourismus eigentlich eine ganz neue Aufgabe, nämlich die Menschen wieder in ihre eigene Lebendigkeit zurückzuführen. Also ihnen nicht einfach nur einen Spaß und eine schöne Freizeitbeschäftigung zu bescheren, sondern ihnen zu helfen, sich in ihrer eigenen Lebendigkeit wieder zu spüren. Das ist die Aufgabe nach dieser ganzen Corona-Zeit und nach diesen ganzen Krisen, die wir eine nach der anderen durchleben. Da läuft man zwangsläufig Gefahr, dass sich so eine depressive Stimmung im Land ausbreitet. Das ist nicht nur furchtbar für die Leute, das ist auch furchtbar für die Wirtschaft, am Ende auch für den Konsum und am Ende auch für den Tourismus. Und deshalb dachte ich, wir könnten ein bisschen darüber reden, wie es denn gelingen könnte, den Tourismus so zu gestalten, oder vielleicht Tourismus in Österreich ist komisch gesagt, du hast es ja schon zum Ausdruck gebracht, bei euch hängt ja alles vom Tourismus ab, also dass man Unternehmen so gestaltet, dass die Menschen, die dort arbeiten, dass die etwas verbreiten, wo man merkt, die sind da gerne dabei, die machen das gerne. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass dann die Stimmung in dem ganzen Betrieb und dann auch in dem, was sie dann nach außen hin machen, viel besser wird, sondern es gibt einfach ganz viele Herausforderungen gegenwärtig, die man mit dem alten Prinzip der Unternehmensführung gar nicht mehr bewältigen kann. Schon so früher war das okay, wenn ein Mitarbeiter das gemacht hat, was der Chef gesagt hat, der sollte möglichst gut funktionieren, dafür hat er Geld gekriegt. Und wenn er es besonders gut gemacht hat, dann hat er noch ein bisschen mehr Geld gekriegt und noch ein bisschen mehr Urlaub. Aber heute haben wir eine Zeit, wo man als Arbeitgeber eigentlich nur hoffen kann, dass man Mitarbeiter hat, die etwas mehr im Leben vorhaben, als einfach nur Geld zu verdienen. Und die deshalb dem Unternehmen etwas schenken und dem Unternehmen etwas zu schenken bereit sind, was man für Geld und gute Worte einfach nicht kriegen kann, was man nicht bezahlen kann. Und das ist zum Beispiel sowas wie Mitdenken und Mitverantwortung für das Ganze zu übernehmen. Und vor allen Dingen im Tourismusgewerbe, was wollen Sie mit Mitarbeitern, die nicht freundlich sind, die nicht auf die Kunden zugehen, die sich nicht öffnen, die da nicht dazu beitragen, dass diese Gäste, die da kommen, am Ende sagen, hier war es so schön, so viel Freundlichkeit, so viel Offenheit habe ich bisher noch nie gespürt. Und das wäre dann so etwas, was man in einem Unternehmen, also in einem Betrieb der Tourismusbranche oder wo auch immer, wir werden nachher darüber reden, ja nicht erzwingen kann. Also ich kann ja nicht meine Mitarbeiter zwingen, freundlich zu sein und mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen, das müssen die schon freiwillig machen. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Hirnforscher in mir und fragt sich, was braucht es denn, damit ein Mensch freiwillig zum Beispiel freundlich ist oder mitdenkt und sich einbringt und Freude an dem hat, was er da tut. Wenn man ihn dazu nicht zwingen kann, und das vielleicht sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben, es ist sowieso unmöglich, einen anderen Menschen zu verändern. Das Einzige, was geht, ist, dass man sich selbst verändert oder dass man eine andere Person einlädt, sich nochmal auf etwas einzulassen, was eben anders ist.
eine neue Erfahrung gewissermaßen zu machen. Und wenn wir jetzt als Unternehmer einen Mitarbeiter einladen wollen, dass er sich nochmal drauf einlässt, wie es ist, wenn er ein bisschen freundlicher mit den Gästen umgeht oder ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und sich auch ein paar Gedanken über das macht, was in der Firma läuft. Wenn wir das also gerne möchten und die betreffenden Mitarbeiter so einladen wollen, dann werden wir feststellen, und das ist jetzt einfach Erkenntnis, da braucht man auch nicht lange Hirnforschung studiert zu haben. Man kann nur jemanden einladen, wenn man ihn mag. Das ist so eine wunderbare Erkenntnis. Also bräuchte man in dem Unternehmen ein Klima, wo die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte versuchen, so miteinander umzugehen, dass sie einander mögen können. Und wenn man jemanden mag, dann kann man ihn auch einladen. Und wenn man dann aber sich sagt, okay, aber ich müsste jetzt auch jemanden einladen, den ich gar nicht mag. Also es gibt ja auch Mitarbeiter, die man so gar nicht leiden kann, weil die einem zu sehr auf die Nerven gehen. Dann heißt die frohe Botschaft, wenn du erstmal anfängst, darüber nachzudenken und dich wirklich darauf einlässt, findest du in jedem Menschen irgendetwas, was du mögen kannst. Und dann lädst du das ein und dann wirst du sehen, dass diese ganze andere Person auf einmal sich öffnet und bereit ist, Dinge zu tun, sich auf Dinge einzulassen, die man niemals erreichen kann, indem man Druck ausübt. Und deshalb heißt diese neue Wirtschaft, die wir da aufbauen müssten, eine Wirtschaft, die nicht mehr auf Druck beruht, wo man also versucht, drauf rumzudrücken, damit noch mehr aus der Tube rauskommt, wie bei der Zahnpasta, sondern wir versuchen, eine Wirtschaft aufzubauen. Und das ist diese neue Wirtschaft, die man auch eine Wirtschaft der Menschlichkeit nennen kann, wo Menschen unter möglichst geringem Einfluss von Hierarchien einander helfen, in ihre Kraft zu kommen. Das heißt, wo Menschen einander einladen, ermutigen und inspirieren, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um dieses Unternehmen in eine Richtung zu führen, die nicht nur nachhaltig ist, sondern die auch am Ende als Nebeneffekt des Gelingens dann Gewinne abwirft. Ich war letzte Woche auf einem Entrepreneurship Summit in Berlin und habe dort mit einem großen Hotelkettenbesitzer gesprochen. Bodo Jansen heißt der. Es gibt einen Film von ihm, das heißt Die stille Revolution. Und dieses ganze Unternehmen von dem Bodo Jansen ist völlig anders aufgebaut. Die Leute arbeiten dort wirklich gerne. Der hat das Unternehmen auch inzwischen in eine Stiftung umgewandelt. Und die Profite, die dort erarbeiten, werden benutzen die Mitarbeiter, um in Ruanda oder in irgendeinem anderen afrikanischen Staat Schulen zu bauen. Die haben schon 3 oder 4 solche Schulen aufgebaut. Und wenn man jemanden in der Firma fragt, warum arbeitest du hier, dann sagt er nicht, weil ich hier so viel Geld verdiene, sondern der sagt, ich mache meine Arbeit hier so gut wie möglich, damit wir möglichst große Gewinne machen, weil wir mit diesen Gewinnen dann gemeinsam in Afrika eine neue Schule bauen können. Das ist ein völlig anderes Arbeiten. Da waren Bäcker dabei, Bäckermeister aus Wiesbaden oder aus Mainz. Der Kaiserbäcker heißt diese Firma. Das sind Biobäcker gewesen von Anfang an. Und die haben das weiterentwickelt und inzwischen haben die solche Verträge mit ihren Zulieferern gemacht. Wir haben ja auch noch hier jemanden dabei, der das Getreide produziert. Und da hat der Bäcker mit den Getreidezulieferern, mit diesen Biobauern Verträge gemacht, die über viele Jahre hinweg festgelegt sind, sodass der Bauer nicht dauernd nach den Marktpreisen auf dem Weltmarkt sein Getreide verkaufen kann, sondern wirklich über lange Zeit hinweg planen kann. Das ist alles Neuland, da müssen wir uns erst versuchen. Vor kurzem hat mal jemand gesagt, das war ein Literaturwissenschaftler, fand ich unglaublich interessant. Der wurde gefragt, sagen Sie mal, warum beschäftigen wir uns hier in diesem Land weniger mit den Voraussetzungen dafür, dass die Wirtschaft wachsen kann und vielmehr damit, wie man richtig gendert und wie man richtig Wokeness umsetzt. Und dann sagte er, dieser Professor, der sagte dann, ja, das ist doch kein Wunder, wir haben schon seit 80 Jahren keinen Krieg. Und dann war der Reporter vollkommen platt
und sagte, wie meinen Sie das? Und dann sagte der, ja, schauen Sie, wir haben hier in Mitteleuropa immer Krieg gehabt. Und deshalb wissen die Menschen hier in unserem Kulturkreis sehr gut, wie man Krieg ausficht, wie man miteinander so umgeht, dass man sich durchsetzt, dass man die Ellenbogen durchsetzt, dass man den anderen besiegt, dass man gewinnt. Aber was die Leute nie gelernt haben, ist, wie man Frieden stiftet, wie man miteinander so umgeht, dass es gemeinsam konstruktiv wird, wie man andere einlädt und ermutigt und inspiriert, die in ihnen liegen, Talente und Begabungen zu entfalten. Das heißt, wir haben nicht nur äußerlich in Europa dauernd irgendwelche Kriege, sondern diese Kriege führen wir auch ständig jeden Tag mit unseren Nachbarn, oftmals in den Familien. Es geht sehr kriegerisch zu. Und so werden wir nicht mehr weiterkommen, das weiß jeder. Und deshalb wäre es schön, wenn wir jeder für sich und auf seine Weise ein kleines bisschen dazu beiträgt, andere Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, das zu finden und das wieder zu suchen, was Menschen miteinander verbindet und nicht das, was sie dauernd trennt. Und in diesem Sinne wäre das dann auch in der Wirtschaft eine neue Arbeitsweise, eine völlig neue Denkweise. Es käme nicht mehr darauf an, sich auf Kosten anderer durchzusetzen, sondern mit anderen gemeinsam so zu arbeiten, dass es für alle gut ist. Das wünsche ich mir. Ich bin ziemlich sicher, dass es anders gar nicht geht, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, das wissen ja inzwischen alle, ruinieren wir diese Erde. Und dann wird es sich von ganz alleine so zuspitzen, dass wir das ändern müssen. Und da wir aber vernunftbegabte Wesen sind, hätten wir auch die Möglichkeit, uns jetzt schon ein bisschen umzustellen und das miteinander anders zu gestalten. Nämlich so, dass wir das Verbindende hervorheben und das uns Trennende allmählich überwinden. Und das ist neue Wirtschaft, das ist Wirtschaft der Menschlichkeit. Schön. Gerald, danke mal vorerst. Das Verbindende, du hast ja gesagt, am anderen was mögen. Ich denke mal, es fängt bei uns selbst an, mich selbst zu mögen. Und ich habe ein ganz schönes Zitat, das mich berührt hat, gefunden beim Schindlerhof, Nicole Kopjol. Nürnberger, ganz tolles Hotel. Und es ist jetzt immer die Frage, was ist Arbeit? Und das Zitat von Schiller, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch sein kann. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Vielleicht haben wir so viel auf das Rationale aufgebaut, viel zu viel auf Kontrolle. Und das, was du gesagt hast, Gerald, das Verbindende ist ja auch das Menschliche. Und wir gehen ja dahin, dass wir sagen, wir wollen zwei Bilanzen. Die wirtschaftliche, die wir zu Genüge kennen, und die menschliche, die es in Freude zeigt. Also richtig, wie geht's uns im Team, im Unternehmen mit diesem Thema? Und da haben wir schon ganz, ganz schöne Rückmeldungen. Wir gehen ja jetzt in einen Prozess mit drei Unternehmen. Und danke für den Impuls, Gerald, dass du gesagt hast, ja, Interview, ja, kann sein, aber gehen wir da in einen Prozess. Die sind schon am Weg. Schauen wir mal, was entsteht. Es ist völlig ergebnisoffen. Birgit Berl, danke für dein Engagement, und Birgit wird im Chat, und das ist die Einladung an alle, Fragen zu stellen, Ideen einzubringen, was immer kommt an Impulsen, und Birgit wird versuchen, die einzubringen, einzubauen, dass ein bisschen eine Co-Kreation in dem Sinn auch wird. Und wenn wir jetzt starten mit einem Hotelier, ich war lange auf der Suche nach Pionieren und wir haben auch tolle Unternehmer, sehr namhafte Hoteliers auch an Bord, aber es ist heute jemand dabei, Sebastian Meierhofer, Salzburger Hof Zauchensee, wo viele aus der Umgebung gesagt haben, bitte, du musst mit dem Sebastian reden. Und ich habe immer geglaubt, was haben die immer, dass sie mir alle zum Sebastian schicken. Und er hat mir dann gleich einen Termin gegeben. Das ist eine sehr frische Liebesbeziehung, erst ein paar Monate. Und das Gespräch war für mich sehr, sehr klar, um was es da geht und warum du so erfolgreich bist. Erfolgreich einerseits menschlich und auch wirtschaftlich. Und du auch viel weniger Herausforderungen hast, Mitarbeiter zu finden, weil das ist ja das ganz, ganz große Thema. Sebastian, magst du mal ganz kurz sagen, was sind für die Mitarbeiter? Wie bindest du die ein? Wie geht es hier in Beziehung? Und wieso ist bei dir vieles anders als in anderen Hotels? Ja, hallo, grüß euch. Ja, ich muss sagen, die Dinge, die der Herr Professor Hütter angesprochen hat, da habe ich mich sehr, sehr gut wiedergefunden.
Also wir sehen das, oder sagen wir mal so, wir haben ja aus den schwierigsten Saisonen das meiste gelernt und das meiste mitgenommen, um Sachen zu verändern und zu verbessern. Wir haben halt immer geschaut, dass wir selber reflektieren, also nicht irgendjemanden oder irgendeinem Umstand die Schuld gegeben, sondern haben uns überlegt, was können wir verändern oder verbessern, damit es besser wird oder anders wird, so wie wir uns das gerne vorstellen und wie wir das gerne hätten. Und das Wichtigste ist, dass man mal selber sich hinterfragt, wie man es gerne hätte. Und dann einmal das sich darüber Gedanken macht und ja, im Grunde auch ist es dann eben meistens so, dass es, wenn es für einen selber passt, auch für sein Umfeld passt. Und wir haben gesagt, okay, unser Ziel ist ja, Gäste zu begeistern, dass sie sich wohlfühlen. Und der erste Schritt war für uns auch, dass wir einfach schauen, dass der Mitarbeiter glücklich ist, dass sie im Unternehmen mit Freude arbeiten und dass es ihnen Spaß macht, dass sie in der Früh gern in den Betrieb kommen. Und da haben wir halt an dem gearbeitet und haben wir halt auch eine Struktur reingebracht und installiert, obwohl wir ein eher kleinerer Betrieb sind mit 33 Mitarbeitern. Und unsere Erfahrung ist, dass es halt sehr viel davon abhängt, wie man selber das an seine Teamleader weitergibt und die das wiederum auch leben und auch wieder an ihre Kollegen weitergeben. Und so entsteht eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung und am Ende kommt es dem Gast sehr, sehr zugute. Wir haben uns eben gesagt, Freude an der Arbeit. Bei uns ist wichtig, dass wir eben selber Freude empfinden und ein gutes Gefühl haben, wenn wir unseren Gästen was Gutes tun. Und ja, so ist es halt bei uns, dass man das auch in Form einer guten Unternehmenskultur im Betrieb leben und Mitarbeiter fördern, aber auch fordern. Und das, glaube ich, muss auch immer in Balance sein. Also man kann auch Mitarbeiter überfordern, aber auch überfördern. Also am Ende muss er dann, wenn man fördert, auch eine dementsprechende Leistung auch eingefordert werden. Und meine Erfahrung ist die, also wenn man das auf Menschlichkeit aufbaut und einmal die Wirtschaftlichkeit und die Zahlen einmal weglässt, am Ende, wenn es um die Sache geht und wenn man die Sache gut macht, dann ist ja die Wirtschaftlichkeit das Ergebnis aus dem, was man investiert oder gemacht hat oder gut gemacht hat. Ich glaube, dass man oft einmal zu sehr dem Ergebnis nachläuft und auf das Wesentliche vergisst oder auf die Sache vergisst, um was es eigentlich geht. Weil ich glaube, das Ergebnis, das ist dann, oder der Erfolg ist das Ergebnis aus dem, was man einfach versucht, möglichst gut zu machen. Ja, sonst. Sebastian, Geld ist ein Teil. Professor Hütter hat ja 2017 schon gesagt, es wird in Zukunft sich unglaublich viel wandeln in die Richtung, dass eben dieses Objekt, diese Käuflichkeit nicht mehr da ist. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht kaufen. Wir haben damals noch ein bisschen geschmunzelt, weil 2017 war noch alles im Lot und jetzt sind wir in dem Zeitgeist. Aber du gibst ja auch an die Teamleader sehr viel Vertrauen. Du hast mir erzählt,
dass du auch nicht eingreifst, wenn es einmal nicht so gut läuft und dann nicht mit den Mitarbeitern redest. Du schaust auch, dass die Energie gut ist, also wenn Gäste, wenn die Stimmung nicht gut ist, du schaust auch da, dass du es hochhältst. Also das ist, was du jetzt so in ein paar Worte zu schildern versuchst, ja was, was sagst, ja es geht um Schwingung, die sollen sich wohlfühlen und du greifst da schon auch ein und fokussierst am Mitarbeiter und nicht so sehr am Gast. Kann man das so sagen? Ja, also man wichtig ist, oder meine Erkenntnis, die ich erlangt habe, ist, dass man sich oft einmal selber nicht so wichtig nimmt. Wenn man jetzt, sagen wir, sich Teamleader aufbaut, dass man denen auch die Verantwortung übergibt. Und wenn einmal Sachen passieren oder Fehler passieren oder Sachen nicht so gemacht werden, wie sie sein sollten, dann nicht darauf warten und ihnen das Gefühl geben, man hätte es selber besser gemacht, sondern eher zu coachen, zu unterstützen, wie sie es aus meiner Erfahrung besser machen könnten. Und dadurch lernen sie und entwickeln sich weiter und werden besser. Und wir haben auch, schauen auch, dass wir immer so, dass wir mit unseren Teamleadern regelmäßige Meetings machen und wo halt jeder seine Sachen anbringen kann und schauen, dass die Teamleader mit ihren Kollegen also viel Feedback geben und dann schauen wir halt, dass wir zuerst erwähnen, haben wir alles gut gemacht, weil ich glaube, es wird oft vergessen. Oft wartet man, bis ein Fehler passiert und da hängt man sich drauf auf und vergisst, wie viele Sachen eigentlich gut gelaufen sind. Und wir versuchen dann, dass man sagt, okay, das und das und das war gut. Und dann halt sagen wir nicht, was war schlecht, sondern sagen wir, okay, verbessern möchte man dieses oder jenes. Einfach auch positiv in der Kommunikation. Und da glaube ich, das ist schon ein wesentlicher Teil, dass man den Fokus auf das Positive setzt und Sachen, die optimiert werden können, einfach ansprechen. Ja, Sebastian, schauen wir mal den Herrn Professor, wer das wahrnimmt. Ja. Das ist wunderschön, was der Sebastian da erzählt. Und das deckt sich ja auch mit dieser schönen Erkenntnis, mit der ich die Führungskräfte immer sehr erschrecke, indem ich ihnen sage, die vornehmste Aufgabe einer Führungskraft besteht darin, sich als Führungskraft unnötig zu machen. So, und das, du kannst dich nur unnötig machen, indem du deine Mitarbeiter befähigst, so sehr Verantwortung zu übernehmen, selbst zu gestalten, also Selbstführung zu übernehmen und in diesem Falle auch eine Selbstführung, dass du dich immer weiter zurücklehnen kannst. Und ich glaube, dass das auch erst der Zeitpunkt ist, wo du davon sprechen kannst, dass du eine Führungskraft bist, weil dann kannst du dich, anstatt dass du ständig wie ein Eseltreiber unterwegs bist und für die Mitarbeiter vorne Möhren aufhängst und hinten mit der Peitsche drauf rumhaust, dann könntest du dich, wenn die Mitarbeiter Freude an der Arbeit hätten und sich gerne einbrächten, dann könntest du dich als Führungskraft zurücklehnen, könntest versuchen, die Übersicht zu behalten, gucken, wie sich der Tourismus in Österreich gegenwärtig wandelt, wie die Bedürfnisse der Gäste sind, wie sich das alles verschoben hat. Und das wird dann eine ganz andere Geschichte. Jetzt höre ich dich nicht, Georg, weil du dein Mikro ausgemacht hast. Und vielleicht noch einen Hinweis, das ist ja manchmal so richtig schön, wenn man sieht, wie das im Grunde genommen richtig gemacht wird. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man sich nochmal bewusst macht, was das Geheimnis ist. Also was ist das Geheimnis, wenn der Sebastian da plötzlich solche Mitarbeiter hat, die da gerne mitmachen? Und das ist relativ banal. Es ist ihm gelungen, den Mitarbeitern das Gefühl zu vermitteln, dass sie dazugehören, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, wo sich einer auf den anderen verlässt und wo auch der Chef nicht als Eseltreiber unterwegs ist, sondern sich mit einbringt. Das heißt, sie haben dieses Bedürfnis nach Verbundenheit in der Firma gestillt. Und das zweite Bedürfnis, das alle Mitarbeiter haben, ist das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, auch nach Autonomie. Und auch das hast du in dem Falle den Mitarbeitern gegeben, indem du ihnen die Möglichkeit bietest, sich da selber einzubringen
Und wenn das ein Mitarbeiter spürt, dann sind seine beiden Grundbedürfnisse gestillt, dann ist er kein Bedürftiger mehr. Da muss er nicht mehr ständig irgendwas haben, kriegen und so von anderen bekommen, sondern dann kann er was verschenken. So, und das wäre das, was man braucht. Mitarbeiter, die ihren Gästen, vor allen Dingen in der Tourismusbranche, ihre Liebenswürdigkeit und ihre Fürsorge schenken. Das ist wunderbar.